So, ihr Lieben, ich habe hier ein paar Lippenprodukte, die ich gerne nochmal gucken wollte, ob ich sie behalten möchte oder nicht. Weil einfach so viel, sonst zu viele Lippenstifte brauche ich einfach nicht. Das ist aktuell Liquid, Lipsticks und Glosse. Und das sind gerade meine Lippenstifte. Und ja, eigentlich wollte ich mich auf so einen Ständer beschränken. Das sind, glaube ich, 12 Fächer. 2, 4, 6, 8. Nee, sogar 24 Teile und eigentlich brauche ich keine 24 Lippenstifte. Hier habe ich einen von Manhattan ein. Den mag ich gar nicht. Das ist zum Beispiel Stay Matte. Hi, ihr Lieben. Teil 2 kommt jetzt. Habe ich gar nicht gesagt, weil ich schon wieder am Aussortieren bin. Auch hier. Stay Matte Lip Color hält bis zu 24 Stunden. Ich fand den Auftrag sehr, sehr fleckig. Tolle Farbe. Sehr, sehr fleckig. Ist für mich gar nichts. Ist die Farbe 600. So sieht es aus und da ist auch die Farbbezeichnung. Mag ich gar nicht, kommt auf jeden Fall ins Körbchen zum Weg. Also Körbchen, ne? Und weg. Also da habe ich noch einen, den habe ich einmal vielleicht, wenn überhaupt, geswatcht. Den hatte ich auch von der Sarah, glaube ich, zugeschickt bekommen. Ich weiß es nicht. Dann auch hier Toast and Chill. Ist eine tolle Farbe, werde ich wahrscheinlich niemals nutzen. Vielleicht mag es ja jemand haben gegen Porto oder sowas. Schicke ich dann raus. Glip Switch möchte ich auf jeden Fall behalten von Essence. Das ist jetzt die Farbe 03. Ich habe drei Farben und möchte auch alle drei behalten, weil ich sie einfach klasse finde. Laut bin ich. Dann habe ich hier Slip Taste. Das finde ich eine unheimlich schöne Farbe und auch interessant von der Konsistenz. Das ist so ein bisschen minzig. Den werde ich jetzt erstmal behalten und gucken, ob ich überhaupt dazu greife. Wenn ich in den nächsten, sage ich mal, 2 Monaten nicht zugegriffen habe, dann kommt er weg. Das ist die Farbnuance Still 10 Dream Space. Mal gucken. Dann habe ich von Make-up Revolution. Die finde ich echt gut. Sind sehr, sehr günstig und auch super schöne Farben. Und die werde ich behalten. Ich guck mal. Ich kann euch die ja mal eigentlich swatchen, ne? Zum einen haben wir Velvet Black Heart oder so. Das ist ein super dunkles Lila. Mein Freund mag zwar nicht so eine dunklen Farben an mir, aber ich muss ja immer nicht unbedingt nach ihm gehen. Und Rebel ist ähnlich wie Rebel. Wie von MAC. Aber nur ähnlich. Tolle Farben behalte ich beide. Dann habe ich von NYX aus der Metallic-Reihe die 09. So sieht es aus. Sieht gar nicht so metallisch aus, aber die Farbe ist wunderschön. So ein bräunliches Nude eher. Werde ich auf jeden Fall behalten erstmal. Riecht auch ganz angenehm noch. Dann, ich nutze es einfach nicht. Dann habe ich hier was Interessantes, das muss ich unbedingt nochmal testen. Das ist Epic Ink oder sowas von NYX. Das möchte ich nicht drauf swatchen, weil das geht auch nicht ab. Ist die 09 Fresh Ferris. Ich muss gucken. Vielleicht einen kleinen Mini-Swatch. Da, das ist so ein dunkelrot. Ich muss gucken, ob ich das überhaupt benutze. Dann Suede. Ich bin nicht so. Ich finde das toll. War auch in meinen Favoriten, glaube ich, weil ich die Farbe schön finde. Aber ich denke, dass ich den aussortieren werde. Ich habe so viele. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich trashe trotzdem noch und so. Aber ich habe einfach so viel. Dann habe ich von BH Cosmetics ein. Das ist auch so ein dunkellila. Da möchte ich einfach mal schauen, ob es dieselbe Farbe ist. Nee. Der ist noch ein bisschen pinkstichiger. Das ist der hier. Das ist die Farbe Nummer Iconic. Iconic. Und ich mag die eigentlich auch sehr gerne, weil ich finde, die haben Halt. Ja, ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Ja, die riechen alle so. Ja, die riechen alle so ein bisschen nach Elf Foundation. Dann habe ich hier ein ganz tolles Produkt hier, auch von der lieben, von der lieben Sarah zugeschickt bekommen. Das ist sehr interessant. Das ist eigentlich auch so ein pH-Neutralisierer oder pH-anpassender Lipgloss. Das sieht ganz, ganz toll aus und der bleibt auf jeden Fall. Mein Gott, wenn ich bei allen sage, die bleiben auf jeden Fall.
Dann wird das nichts. Diese zwei, die sind so schön, wirklich. Das ist so ein wunderschöner Gloss. Ähnlich, finde ich, wie Fenty Beauty eigentlich, ne? Von dem... Ich gucke jetzt, welchen ich eher benutzen würde. Die haben einen riesen Applikator. Die sind beide wunderschön. Ich glaube, ich behalte den schwarzen, weil ich den wirklich schön finde, weil er so schön funkelt. Und gucke mal, ob ich überhaupt 12 ml Lipgloss irgendwann in meinem Leben aussortieren, benutzen kann. Derweitig fange ich damit erstmal an, auszusortieren. Dann habe ich hier... Ja, genau. Das ist so ähnlich wie die... Oh, so eine... Ja, Chocolate. Ich sortiere es aus. Ich nutze es nicht. Ist mir zu graustichig. Gefällt mir nicht auf den Lippen. Ich sehe so ein bisschen tot dann aus. Diese zwei werde ich behalten. Das ist ein tolles, graustichiges Lila. Aber es hat ein bisschen mehr Farbe, finde ich. Also eher so ins Lila mag ich sehr gerne. Gerade so um nudige Looks aufzupeppen. Der bleibt auf jeden Fall. Dann auch eine... Das war übrigens die 95, das Lila. Dann haben wir die, 0, die 50. Ein wunderschönes, klassisches, dunkles Rot. Tolle Herbstfarbe. Auch die riechen noch klasse. Ich mag die sehr, sehr, sehr gerne, diese Inks. Superstay Ink mag ich sehr gerne. Und ich werde mich verfluchen, weil ich das bestimmt nicht abkriege. Dann habe ich auch von Mary Kay hier. Die finde ich auch ganz toll. Und da kommt auch niemand nah. Das ist diese Farbe hier. Der bleibt auch. Die haben auch einen tollen kleinen Applikator. Da kann man echt präzise mit auftragen. Ich mag so große Oschis nicht. Und dann habe ich noch einen von Mary Kay. Wo war denn der? Hier. Keiner von Mary Kay, aber so ein dunkel lila. Wurde bei mir total fleckig. Also ich kann damit nicht richtig arbeiten. Das seht ihr das? Das sieht man schon, dass er so fleckig wird. Ist gar nichts für mich. Habe ich für einen Look ausprobiert. Ist nichts. Ja, wer Interesse an so eine gebrauchten Dinger hat, kann sich ja mal gerne bei über Instagram bei mir melden. Dann haben wir auch eine interessante Mina Liquid Lipstick. Die Farbe ist sehr interessant. Das ist wirklich eine interessante Farbe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal auf den Lippen hatte. Ach. Ich werde es mal ausprobieren. So ein Herbstlook mit so einer... Mit so einem Liquid Lipstick. Schaut mal, wie interessant diese Farbe ist. Das ist so ein Kupferorange. Sieht fantastisch aus. Wie ich finde, ich schmiere das mal kurz alles ab hier. Wenn das überhaupt alles abgeht. Toll, gell? Ich hasse es. Weil, ja, Lippenstifte, ich nutze sie nicht. Und ich gucke jetzt auch untereinander, ob ich sie auch gebrauchen kann oder nicht. Dann habe ich hier so ein Intensive Butter Gloss von NYX. Ich rieche mal dran. Ja, riecht eigentlich noch ganz angenehm. Ist eine tolle Herbstfarbe. Mein Gott, ich muss einfach mehr nutzen. Das ist die Farbe 03. Behalte ich erstmal. Dann habe ich von Mary Kay ein. Den sortiere ich aus. Mag ich nicht. Das sieht sehr, sehr edel aus und hat eine schöne Farbe. Auf jeden Fall auch das erinnert mich irgendwie an Givenchy oder Giorgio Armani, irgendwie das Packaging. So sehe ich trotzdem aus. Ich nutze es einfach nicht. Dann habe ich hier Bold Berry Bossy. Das ist ein wunderschöner, ja, lila Ton. Tolle Farbe. Behalte ich erstmal. Ich gucke gleich mal untereinander, ob ich da noch was ausprobieren kann. Und dann haben wir noch hier Steffi's Chocolates. Ja, das ist nochmal eine Nummer dunkler und graustichiger. Sortiere ich auch aus. Hat mir auch die liebe, Sarah. Sarah Schatz. Danke, danke. Dann finde ich einen Ton von diesen Revolution-Dingern trotzdem schön, obwohl er lila-stichig ist. Aber ist mal was ganz anderes. Seht ihr das? Das ist so... Würde auch heute zum Look passen, also... Einfach für den dunklen. Ja, das macht so ein bisschen winterlich und herbstig. Werde ich auf jeden Fall behalten, ist die Farbe Takeover. Dann haben wir von Smashbox ein Mini. Den behalte ich. Minis kann man nie was falsch machen, wenn man eine Farbe braucht. Und Minis habe ich hier. Und ja.
Dann habe ich von MAC noch ein Ripple. Das war den ich gemeint habe, der so ähnlich ist wie diese Liquid Lipsticks. Ich liebe den. Ich liebe den Geruch. Ich liebe das Finish. Ich finde es toll, wie es aussieht auf mir. Das ist wirklich ein, wenn ich einen normalen Look schminke mit einem Lidstrich und dann diesen Lippenstift drauf. Mein Freund sagt immer, du siehst echt toll aus. Und ja, da weiß ich einfach, dass ich mich drauf verlassen kann. Oder wenn ich nude-braune Augen habe. Ja, hier ist ein Lippenstift, den ich auch schön finde. Ist auch ein Mini von NYX. Den werde ich auch behalten. Dann habe ich hier von, ja, das ist auch eine interessante Farbe, von BH Cosmetics. Das ist Skin Seduction. Wirklich ein ganz, ganz dunkler Ton. Was ich gemacht habe, ist den Liquid Lipstick von Make-up Revolution drauf, und als er so ein bisschen sich abgetragen hat, dann habe ich den hier aufgetragen, und das war ganz, ganz schön. Die haben sehr gut miteinander harmoniert, und so die Kombi möchte ich dann auch beibehalten, weil die kann ich euch auch empfehlen. Ich möchte nichts mehr so in meiner Sammlung haben, wo ich nicht mit voll zufrieden bin. Also, wo ich mal austeste, ja klar, aber wenn es nicht funktioniert, wieso möchte ich das noch 10-mal testen? Wenn es doch nicht klappt bei mir, soll doch jemand anderes damit glücklich werden, ohne dass es irgendwie negativ aufgefasst wird von mir. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich bin wirklich froh, dass ich Dinge testen kann, wo auch die Sarah mir viel zugeschickt hat, wo ich einfach Neues entdeckt habe. Das fand ich so toll und so schön. Hat mir einfach gut gefallen. Kommen wir zu den nächsten 5 oder 6 Lippenstifte. Hier habe ich von NYX einen, den sortiere ich auch aus. Ich, ja, habe so eine Farbe schon, und der ist mir zu matt. Also ich mag nicht, wenn es todesmatt ist, die Farbe Girl Bye. Und dazu habe ich auch den passenden Lip Liner, den werde ich auch dann aussortieren. Ich habe heute so ein leckeres Parfüm drauf, ich rieche mich heute unheimlich gerne. Ja, genau. Dann haben wir von Zu Eva einen, wo ich auch nicht so sicher bin, ob ich den überhaupt benutzen werde, weil der so matt ist. Das ist diese Farbe hier, und der geht auch so mehr ins Braun. Den sortiere ich aus. Ja, der ist nichts für mich von Zu Eva in der Farbe das Hers to Hold. Mag ich nicht so. Dann haben wir von Mary Kay noch einen, der ähnlich ist von der Farbfamilie her und auch klappert wie die Sau. Aber er ist glossy, und glossy ist mir lieber als so todesmatt. Dann habe ich noch von Essence ein die 04. Ich habe jetzt so viele. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Reihe gibt. Ich würde den aussortieren. Ich mag den sehr, sehr gerne. Sortiere ihn trotzdem aus, weil ich einfach nicht weiß, wohin damit. Und einen, den ich sehr, sehr feiere, weil einfach die Farbe so unheimlich schön ist. So metallic. Seht ihr das? Das changiert. Den behalte ich. Das ist von Catrice. Einer. Die Prisma Chrome 06. Ich habe den Lila dann schon, glaube ich, aussortiert, weil einfach meine Tochter den bekommen hat. Und ja, ich einfach nicht 10 Prisma Lippenstifte brauche. Mein Ständer ist voll. Und ich habe einiges aussortiert. Ja, hier ist noch einer von Colourpop drin. Das ist die Farbe Wink. Wunderschönes Rot. Also, oh, ich guck mal, was ich jetzt mache. Die aussortierten kommen jetzt in das Körbchen. Ich gucke jetzt mal untereinander. Ich mache das jetzt mal hier alles ab. Ich gehe mal meine Hand waschen, und dann sehen wir uns wieder. Lieben, ich habe noch eine Schublade vergessen. Da gehe ich jetzt schnell mal selber durch, weil der Akku nicht mehr reicht. Ich gehe da einfach mal durch und swatch sie, und dann entscheide ich, welche gehen darf. Ich behalte erstmal diese Farben, und diese 4 dürfen gehen. Zwei sind von NYX, eine ist von BH Cosmetics, weil der Applikator schon am Anfang so schrottig war. Da fehlt irgendwie die Hälfte. Ich habe keine Ahnung, auf der einen Seite ist gar kein Applikatorschwamm drauf, und auf der anderen sieht so komisch aus, gefällt mir überhaupt nicht. Auch der Lipgloss, sowas habe ich schon. Der kommt jetzt einfach weg. Dann der Buttergloss, der riecht nicht mehr so gut. Und die Intense, das sieht komisch bei mir aus. Wenn ich das drauf mache, da sehe ich aus wie so ein Clowny. Das ist einfach,
Seht ihr, was ich meine? Das ist einfach viel zu hell. Man muss immer aufpassen, wie das aussieht. Da kommt auch direkt im Müll. Und dann habe ich hier noch was, was ich echt schön finde, weil man es einfach toppen kann. Aber alleine zu tragen ist echt schwierig. Das sieht schon irgendwie cool aus, aber ich werde es nicht benutzen. Ich benutze es, ich habe es jetzt schon ein halbes Jahr nicht benutzt. Da werde ich jetzt auch nicht nächsten Dienstag dazu greifen. Ne? Tolle Farben. Behalten habe ich natürlich so Pinktöne wie diese zwei. Und den finde ich auch toll. Und auch so Nude-Geschichten, die gehen immer. Und auch etwas aus der Drogerie, damit nicht immer etwas woanders da erhältlich ist, damit ich auch ein passendes Video zu machen kann und einfach euch auch ein paar Lippenstifte empfehlen kann. Ja. So. Und ich teste einfach diese Lippenstifte dann durch und entscheide dann, ob ich sie gut finde oder eher weniger gut. Genau, das war's jetzt. Das waren alle meine Lippenstifte. Vielleicht ein paar noch in der Handtasche, aber das ist nicht der Rede wert. Ich bin ganz froh, dass es schon mal wieder das hier geschafft hat zu gehen. Und das ist echt cool. Ich habe noch einen aussortiert, wo ich euch nicht gezeigt habe, den von Colourpop. Der ist mir einfach zu lila stichig. Werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung. Kann jemand anderes sich mal daran erfreuen? Und ja, genau, das war's jetzt. Ciao.